endlich am 12. Spieltag, ersten Dreier für unsere Fans, für ganz Austria. Es ist ein gutes Gefühl, wir freuen uns und ja, sind glücklich. Also ich bin überglücklich, dass wir die 3 Punkte gemacht haben, dass ich meinen ersten Treffer erzielt habe. Das tut uns gut und den Fans genauso gut. Ja, sehr schön. Also vor allem schön, dass sie wirklich so gewonnen haben. Das ist einfach für die Mannschaft, für den Verein wichtig, für die Fans wichtig. Ja, persönlich ist es natürlich schön, dass sie die 300 feiern dürfen. Also es war eigentlich schon ein Ziel und ein Mitgrund für meine Rückkehr. Das wollte ich doch erreichen. Das hat sich für mich noch unvollendet angefühlt und ist jetzt ein schöner Schritt, dass ich das erreicht habe. Das haben nicht viele erreicht, von daher bin ich sehr stolz drauf und ich hoffe, dass noch ein paar Spiele dazu kommen. Ja, wir haben auf den Heimsieg schon lang warten müssen, jetzt, aber Hochverdientheit. Ich kann nur der Mannschaft ein riesen Lob aussprechen, wie wir heute agiert haben. Die Spiele, die was von der Bank gekommen sind, ich habe mir richtig taugt. Und ja, um das geht es. Zusammenhalt in der Mannschaft und irgendwann wird der Erfolg kommen, wenn man hart arbeitet. Besser, ja. Wir haben die erste Chance genutzt, die zweite gefühlt auch. Wir haben dazwischen ein Gegentor gekriegt, was ja leider wieder ein bisschen unnötig war. Aber sonst waren wir irgendwie kompakter, konzentrierter. Wir haben uns als Mannschaft das gut zusammengeordnet, haben gesagt, Jungs, gehen wir ein bisschen tiefer. Und das ist dann besser gelungen, sicher. Hat jetzt vielleicht Ried ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, das war aber Absicht. Und im Endeffekt ist es scheißegal, weil wir haben 4-1 gewonnen. Wir haben jetzt wochenlang super gespielt, immer wieder Punkte gemacht und jetzt aus dem Nichts einfach die 3 Punkte geholt und das ist ein super Gefühl, das tut uns allen gut. Ja, sehr wichtig. Also wir sind ja doch ein paar Mal angelaufen, haben Spiele dominiert, haben unglücklich den Ausgleich oft gekriegt in Spielen. Ist von außen schon viel spekuliert worden. Für uns war das kein Thema. Wir haben gewusst, dass das nicht jetzt irgendwie aus Angst oder so passiert ist, sondern einfach aus ein bisschen Unerfahrenheit, Lerneffekt. Und jetzt heute haben wir es relativ clever gespielt. Im Ausgleich haben wir zwar ein bisschen blöd gekriegt, aber danach glaube ich haben wir trotzdem das Spiel ruhig runtergespielt und sind dann Gott sei Dank gleich wieder in Führung gegangen, was der Mannschaft gleich wieder einen Schub gegeben hat. Und von daher glaube ich schon, dass das zu Recht ist und glaube auch zu Recht in der Höhe. Ja, einfach die Entschlossenheit, der unbedingte Wille, dass man wirklich das Spiel unbedingt noch gewinnen will. Das hat man heute einfach gespürt und ich glaube, die Fans haben das auch gemerkt und haben uns richtig nach vorn peitscht. Ja, überragend dafür Erna, dass uns in einer schwierigen Phase überragend unterstützen und taugt mir richtig da Fußball zum Spielen. Ja, ich denke, wir haben davor schon Selbstvertrauen gehabt. Ich hoffe natürlich, das gibt uns nochmal einen Boost. Jetzt haben wir dann ein Auswärtsspiel und hoffen, dass wir da wieder was holen können. Wir haben die Woche super trainiert, jetzt werden wir nächste Woche einfach einen Schub drauf geben und schauen wir, dass wir wieder die 3 Punkte machen. Ich glaube, ausgelöst hat es schon einige. Also wir sind ja mitten in dem Pool, wo wir sein wollen. Natürlich wäre es jetzt einmal gut, wenn wir uns dann vielleicht einmal mit einem 3 vielleicht einmal absetzen können. Aber ich glaube, wir sind da schon gut beraten, dass wir nicht einen Höhenflug kriegen, sondern wir sind, glaube ich, vom Level da, wo wir gerade auch stehen. Also wir sind in jedem Spiel für einen Sieg gut. Es ist aber halt auch so eng in der Liga, dass dann halt auch mal eine Niederlage ausschauen kann. Und von daher hoffe ich natürlich, dass ein paar Siege kommen, dass wir vielleicht uns da oben festsetzen können. Aber abgerechnet wird ja erst am Ende der Saison. Aber unser Weg geht weiter und wir dürfen uns auch nicht auch unterkriegen lassen, wenn einmal ein Spiel wieder nicht so gut funktioniert. Wir sind eine junge Mannschaft, da ist klar, dass es einmal Rückschläge gibt. Und nur wie reagierst du auf einen Rückschlag? Wir müssen positiv bleiben. Und das ist der Weg für uns, den was wir gehen wollen. Und deswegen bin ich auch da hergekommen, weil ich mit jungen Buben arbeiten will, die was hungrig sind, erfolgreich zu werden. Und ja, es hat mir richtig taugt und jetzt können wir uns ein bisschen feiern lassen. Einmal.